Wir befinden uns hier im Wohnzimmer des Hauses. Am linken oberen Bild ist ebenfalls eine Innenwand zu sehen. Das Haus wird mittels einer Luftzirkulation geheizt. Am linken unteren Bild ist ein Korkschrot zu sehen, mit dem das Haus gedämpft wird. Am rechten Bild ist die Fensterfront zu sehen, da die Frau auf einen komplett natürlichen Baustoff nicht verzichten wollte, wurden die Fenster mit Schafwolle gedämmt. Nun zu den Verarbeitungsarten des Lehms. Die erste Verarbeitungsart, die hier angeführt wurde, ist der Stampflehm. Der Stampflehm wird mit 10 bis 15 cm hohen Schichten in eine Schalung mit einem Stampfgerät verdichtet. Wie lange, denken Sie, muss so eine Schalung eingeschaltet werden? Zu unserem Erstaunen erfuhren auch wir, dass sie nach der Fertigstellung sofort ausgeschaltet werden kann. Hier sieht man gut die Strukturen einer Stampflehmwand und hier haben wir auch ein kleines Modell. Eine weitere Verarbeitungsart des Lehmes ist die Leichtlehmbauweise. Hier werden in 3 cm dicke, als Schalung verwendete Strohmatten ein Gemisch aus Hackschnitzel und Lehmschlick eingefügt. Diese Strohmatten werden nicht entfernt und können mit Lehmputz überzogen werden. Der Lehmputz besteht aus Ton, Sand und Schluff. Zur Verstärkung kann der Lehmputz auch Fasern enthalten. Er trocknet nur durch die Verdunstung von Wasser und die Tonbestandteile wirken darin als Klebstoff. Die letzte angeführte Verarbeitungsart sind die Lehmverbundplatten. Sie bestehen aus Leichtlehm, Jutegewebe sowie Schilfrohr, die als Stabilisator verwendet werden. Die Leichtlehmbauplatten werden wie normale Bauplatten im Innenausbau verwendet. Nun zur Geschichte des Lehms. Der Lehmbau hat eine sehr lange Tradition. Neben dem Holz zählt der Lehm zu den ältesten und bekanntesten Baustoffen der Welt. Aus Lehm baut der Mensch seine Häuser und ganze Städte. Bis heute lebt noch ein Drittel der Menschheit in Häusern aus Lehm. Die ersten bekannten Lehmbauten wurden zwischen 8000 und 6000 v. Chr. In Russland gebaut und waren rechteckige Lehmsteinhäuser. Unter anderem wurde die chinesische Mauer aus Lehm hergestellt, ehe sie aus Gründen des Schutzes mit Steinen verkleidet wurde. Lehm galt bei den Ägyptern als wichtigste Grundlage für beim Hausbau. Im Mittelalter verwendete man Lehm in Mitteleuropa hauptsächlich zum Ausfüllen von Wachwerkbauten und als Lehmputz, aber auch als Brandschutz für die damals üblichen Strohdächer. Die Kelten bewarfen ihre Bauten von innen und außen mit einem Gemisch aus Strohhäcksel und Lehm. Über alle Jahrhunderte hinweg wurde der Lehm aufgrund seiner praktischen Nutzbarkeit entsprechend vielseitig und häufig verwendet. Erst als zunehmende Industrialisierung und mit ihr Zement und Beton aufkamen, galt der Lehm mehr und mehr als veraltet und unmodern und geriet fast in Vergessenheit. In der heutigen Zeit wurde der Lehmbau sehr modernisiert und die Vorteile wurden erkannt und genutzt. Im Allgemeinen ist Lehm ein natürlicher Baustoff, dessen Vorteile darin liegen, dass er die Regulierung der Luftfeuchtigkeit ein gutes Raumklima schafft. Lehm speichert Wärme und ist zu 100% wiederverwendbar. Wie auf dem Foto lässt sich die 180 Meter lange Lehmwand im LKH Feldkirch abbildet, offensichtlich ist, ist Lehm durch seine organischen Eigenschaften ein sehr gutes Gestaltungselement. Eine weitere Eigenschaft ist, dass er Holz konserviert. Fachwerkbauten wurden daher früher mit Lehm ausgeführt. Fast überall auf der Welt ist Lehm im Überschuss vorhanden. Demgegenüber stehen nur einige wenige Nachteile. Lehm ist wasserfest, verschwindet beim Austrocknen und ist durchschnittlich um einiges teurer als herkömmliche Bauarten. Nun zum letzten Punkt unserer Präsentation, unser Modell. Da wir der Meinung waren, doppelt hält besser, haben wir unfreiwillig 2 statt dem geplanten einem Modell gebaut. Die Vorgabe unseres Projektbetreuers war es, eine Studentenwohnung für 3 Personen zu bauen. Für das erste Modell fertigten wir eine Schalung und füllten diese mit Lehm. Wie wir beim Ausschalen leider feststellen mussten, verwendeten wir das falsche Material. Und wir starteten einen neuen Versuch. Uns blieben noch genau 1,5 Tage, um ein neues Modell zu erstellen. Wir besorgten sicheren Stampflehm,
bauten erneut eine Schalung. Jedoch, wie Sie sehen können, hier auf der Folie und auch hier anhand unseres Modells, nur für eine Wand. Die anderen Wände haben wir mit Lehmputz überzogen. Um das Ganze etwas abzurunden, fertigen wir noch eine Holzbalkendecke. Nun möchte ich Ihnen noch kurz unsere Modelle erklären. Auf der Südseite gegenüber des Wohnbereiches haben wir alle Sanitärräume und die Küche angebracht. Mit einigen Bildern möchten wir uns nun für Ihre Aufmerksamkeit bedanken.